Zuerst nehme ich den Jumbo Eye Pencil in Milk und verteile den auf meinem Augenlid als Lidschattenbase. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, das ist inzwischen eigentlich meine Standard Lidschattenbase geworden, weil die Farben einfach viel schöner und knalliger rauskommen. Und da wir ein richtig, richtig kräftiges, tolles Pink benutzen, das ich schon ewig mal benutzen wollte, hilft die weiße Base da schon sehr. Also ich verteile die mit einem Pinsel auf dem Augenlid und blende die ordentlich aus. Here we go! Dann nehme ich die Take Me to Brazil Palette von BH Cosmetics, eine meiner absoluten Lieblingspaletten, und wir nehmen dieses geile Neon Pink, das ich schon seit Ewigkeiten mal benutzen wollte, hatte aber nie wirklich einen Anlass für. Und was gibt es einen besseren Anlass als einen Barbie-Look? Also ihr seht schon, absolut geile Farbe. Ich verteile die mit einem größeren flachen Lidschattenpinsel auf meinen beweglichen Lid und blende die ein bisschen in die Lidfalte, aber nicht zu sehr. Dann nehme ich diesen lila Ton und den unteren hier, und mit den zwei arbeite ich jetzt die Crease aus. Also ich nehme einen großen Blenderpinsel, verteile den in der Lidfalte, den Lidschatten, und blende den ordentlich aus. Also erst den helleren und dann gehe ich hinten im Eck mit dem dunkleren rein. Ich blende den auch ein bisschen aufs bewegliche Lid, dass das Ganze soll keine Cut Crease werden, es soll schon ein bisschen smoky sein. Also ruhig etwas ein bisschen aufs Lid blenden, und dann gehe ich mit ein klein bisschen Schwarz rein und dunkle das Ganze noch ein bisschen ab, dass es ein bisschen mehr smoky wird. Wenn man sich so eine Barbie mal anguckt, ist es doch oft schon das Augen-Make-up ein bisschen kräftiger, ein bisschen dunkler. Und dann nehme ich den pinken Lidschatten und verteile den noch unter dem unteren Wimpernkranz und ziehe auch das Lila hinten ein bisschen nach unten. Und mit meinem Lieblings-Eyeliner, das ist jetzt der Perfect Slim von L'Oreal, ziehe ich mir noch einen ordentlichen Eyeliner. Nicht zu dick, weil Barbies ja doch noch nicht so einen dicken Eyeliner haben, aber ein bisschen darf schon sein, ihr kennt mich ja. Dann nehme ich mein Icona Milano Primer, der war in meiner Glossy Box, ist echt nicht schlecht, und verteile den auf meinem ganzen Gesicht als Base für unsere Foundation. Und ich weiß, meine Perücke ist eigentlich meine Harley Quinn Perücke, wenn es euch aufgefallen ist, die ich einfach aufgemacht habe, aber ich hatte keine Barbie Perücke und die war platinblond mit Pink und Blau, und ich denke mal, es gab definitiv mal eine Barbie mit zweifarbigen Haaren. Dann nehme ich meine L'Oreal Perfect Match True Match Foundation in der hellsten Farbe, das ist die ich aus England bestellen muss, weil es bei uns in Deutschland eine nicht so helle Farbe gibt, die mir passt. Wenn man so weiß ist wie ich, hat man da gern mal Probleme. Und verteilt die hier mit meiner Make-up-Bürste auf meinem ganzen Gesicht, mit der kann man super Foundation ausblenden. Ich gehe dann aber danach immer noch mit dem Schwamm drüber. Da hat dann eben meine Kamera ausgeschaltet und hat nicht mitgefilmt, wie ich meinen Concealer aufgetragen habe. Den habe ich einfach mit einem Beauty Blender eingearbeitet. Und mit meinem Isadora Augenbrauen-Kit und einem schmalen kleinen Pinsel ziehe ich noch meine Augenbrauen nach und fülle die aus. Ich bin ja eh ein Fan von dunklen Augenbrauen mit hellen Haaren. Mir persönlich gefällt das sehr gut, ist aber Geschmackssache. Und ich habe auch meine blauen Kontaktlinsen schon drin, wenn ich es bemerkt habe. Wahrscheinlich habt ihr es bereits bemerkt, da ich ja von Natur aus eigentlich braune Augen habe. Ich wollte so einen Look immer schon mal machen, einfach das komplette Gegenteil von einem selbst mit blonden, hellen Haaren, blauen Augen, und ich finde, es schaut einfach mega cool und ungewohnt aus. Und dann mit einem Puder setze ich noch meine Foundation, ganz, ganz wichtig, weil sonst verrutscht die bei mir überall hin. Ich habe zwar eher eine trockene Haut, aber trotzdem, die liebt es, sich mal irgendwo hin zu zupfen. Mit meiner NYX Blush in Taupe konturiere ich mein Gesicht. Meine absolute Lieblingskonturfarbe ist es. Es ist ein so ein kühles Braun, das ist einfach ideal ist zum Konturieren, wenn man so extrem weiß ist wie ich. Damit konturiere ich meine Wangen und mein Kinn und die Nase, weil hier Barbie, da muss schon ordentlich Kontur her. Also ordentlich die Wangenknochen konturieren dann, und hier meine Nase noch, dass ich so ein bisschen Stupsnäschen kriege. Das habe ich mir angewöhnt. Ich mache das eigentlich jetzt inzwischen ganz gerne. Muss man nicht, aber es macht dann doch einen Unterschied. Und dann mit meiner absoluten Lieblings-Highlighter-Palette von Sleek nehme ich jetzt den lila Ton, der bei mir auch nicht ganz so häufig zum Einsatz kommt, und verteile den auf den Wangen,
Im inneren Augenwinkel, was sehr viel ausmacht. Ich liebe diesen Effekt von diesem Highlighter. Das ist der beste Highlighter, den ich bis jetzt jemals benutzt habe. Und setze ihn noch unter die Augenbraue. Und dann natürlich auch noch auf die Nase, damit man das Konturierte dann auch noch ein bisschen besser sieht. Ich mache als ersten Strich und dann lasse ich da, wo ich die Kontur aufgetragen habe, frei und dann vorne auf die Spitze noch ein bisschen Highlight. Und dann sieht es definitiv mehr nach Stupsnäschen aus, da ich von Natur aus nicht wirklich ein Stupsnäschen habe. Und dann noch ein bisschen über der Lippe, schauen die Lippen gleich ein bisschen größer aus, auch ein Barbie Must-Have, finde ich. Dann nehme ich meinen weißen Jumbo Eye Pencil und den Pinsel wieder und setze es auf die Wasserlinie, weil das die Augen einfach nochmal um einiges größer macht und ich finde den Effekt richtig, richtig toll. Das hier ist eine Douglas Mascara, die ich eigentlich ganz gern mag und mit der tusche ich meine Wimpern. Es sieht einfach so extrem immer nach Folter aus mit dieser Wimpernzange. Aber das ist bei mir auch ein Muss. Ich muss meine Wimpern immer nach oben klemmen, weil meine einfach schräg nach unten wachsen und ich will einen schönen Schwung haben. Und dann gehe ich wieder mit der Mascara durch. Ich tusche die eh nicht zu extrem, weil wir ja sowieso falsche Wimpern auftragen und wir werden ziemlich heftige falsche Wimpern auftragen. Ich habe nämlich zwei Paar übereinander geklebt. Ein Paar, das ich mal in der Faschingszeit bei Müller gekauft habe. Das waren so lange Spinnbeinige, werdet ihr gleich sehen. Und dann hatte ich noch ein zweites Paar von Misslin, glaube ich, spricht man es aus, ja. Und die waren ganz dicht und ich habe die übereinander geklebt, hier sieht man es ein bisschen. Und die waren dann so steif, dass es echt schwierig war, sie anzukleben. Sogar also auch die Innenseite von der Wimper beim Innenwinkel, das wollte ich einfach nicht kleben bleiben. Ich habe ewig gebraucht, bis die blöden Wimpern mal dran waren. Irgendwann nach einer Tonic Kleber hat es dann doch endlich auch mal gehalten. Und dann nehme ich meine Special Occasions Palette von Be Edge Cosmetics, die wirklich schöne Rouge-Töne drin hat. Und dieses tolle Pink, da komme ich auch nie dazu, das zu benutzen. Also trage ich das jetzt nicht zu stark mit einem Pinsel auch noch auf. Barbie und pinkes Rouge, definitiv ein Must-Have. Und da ich selbst eigentlich jemand bin, der Rouge gar nicht mag, war das eine perfekte Möglichkeit. Dann bin ich mit meinem Eyeliner, weil ich eben wegen der Wimpern viel Kleber benutzen musste, nochmal über den Wimpernrand gegangen. Man sieht es leider doch noch ein bisschen. Ich bin noch nicht so der Pro im Wimpernstacken, aber es hat dann doch einigermaßen funktioniert. Der Lip Liner ist ein Lip Liner von Smashbox, die echt super, super halten und den sich auch super auftragen lassen. Und den verteile ich jetzt auf meinen Lippen, denn hier das perfekte Hot Pink für den Barbie-Look darf natürlich nicht fehlen. Mit dem umrande ich meine Lippen und fülle die dann auch noch komplett aus, weil es einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Pink ist. Ich würde sowas einfach nie im Alltag tragen. Pinken Lidschatten und pinke Lippen würde ich nie im Alltag tragen. Und deshalb liebe ich das gerade so im Moment. Einfach diese komplette Veränderung mit dem blonden Haaren, blauen Augen, pink. Das hier ist jetzt ein hellerer Lippenstift von Estee Lauder, den ich drüber tupfe und ein bisschen einarbeite. Und das mixe ich dann einfach zusammen und ich finde, das war eigentlich eine richtig, richtig tolle Barbie-Farbe dann. Dann habe ich die Perücke noch ein bisschen gebürstet und habe die Haare rübergelegt, weil ich eigentlich nicht wollte, dass man das Blau so extrem sieht. Obwohl ich wette, es gab mal bestimmt irgendwann eine Barbie-Puppe, die zwei verschiedene Haare hatte. So, und das ist euer hübscher Barbie-Look. Wenn ihr nur diesen Look braucht, vielleicht für Fasching oder für Halloween oder so, könnt ihr das machen. Wenn ihr aber jemand wie ich seid, der dann doch ein bisschen gruseliger werden will, dann könnt ihr auch mal Rigid Collodium ausprobieren.
ist ein bisschen gefährlich, ich muss gut damit aufpassen, das Zeug ist extrem aggressiv. Ihr dürft es nicht mehrere Tage hintereinander an derselben Hautstelle benutzen. Die Haut vorher auch, also wenn ihr empfindliche Haut habt oder die Haut verletzt ist, auch definitiv nicht da auftragen. Und damit machen wir nämlich unsere Katze. Also wirklich gut aufpassen, ich zeige euch dann am Ende von Video noch, wie ihr das entfernt, weil das kriegt ihr nicht mit normaler Abschminke weg, da braucht ihr einen extra Entferner. Ihr nehmt einfach den Pinsel raus, das ist so ein bisschen Nagellack-mäßig, und tragt es dann an der Stelle auf, wo ihr diese Kratzer haben wollt. Das Rigid Collodium, wenn es trocknet, zieht es sich zusammen und die Haut mit und dann bildet sich da eben ein, eine Lücke kann ich nicht sagen, aber die Haut zieht sich da zusammen und da bildet sich eine Narbe. Und das müsst ihr einfach mehrere Schichten übereinander machen. Ich mache da teilweise so lange, bis ich zufrieden bin. Das können 5 Schichten sein, 10 Schichten, 15 Schichten. Also das ist wirklich bei mir immer je nach Ermessen. Und schaut wirklich, dass ich habe auch Platz gelassen, nicht zu nah am Auge damit arbeitet oder an der Lippe oder an der Nase direkt, weil das Zeug riecht extrem und man neigt dann eh dazu, dass das Auge schon tränt. Ich habe das dann Schicht um Schicht aufgetragen und nach, ich glaube, doch ca. 10 Schichten mindestens sah das Ganze dann so aus. Ihr seht, das ist richtig nach innen gegangen, sieht richtig cool aus. Und an der Lippe habe ich dann auch noch was gemacht im Nachhinein, weil ich dachte, da könnte eigentlich auch noch was sein. Wie ich auf die Idee gekommen bin, meine Barbie jetzt zu zerkratzen, kann ich auch nicht sagen. Ich wollte einfach nur mal wieder mit Rigid Collodium arbeiten. Und das ist meine alkoholaktivierte Schminkpalette von Kryolan. Das aktiviert ihr mit 99% Alkohol. Die funktioniert wirklich nicht mit weniger. Ihr braucht 99% Alkohol. Dann nehme ich einen kleinen Pinsel und nehme das dunkle Rot, was man vorher gesehen hat, und das trage ich einfach auf dem Rigid Collodium auf, damit das Ganze ein bisschen natürlich gerötet und zerkratzt aussieht. Ich wollte jetzt nicht mit Unmengen Kunstblut und krassen Wunden arbeiten, aber ich wollte einfach die Kratzer ein bisschen hervorheben natürlich. Müsst ihr nicht, ihr könnt es aber auch ohne lassen. Dann noch die passenden Barbie-Accessoires wie große Ohrringe. Falls ihr den Look etwas gruseliger machen wollt, könnt ihr natürlich auch noch Kunstblut verwenden. Und das ist der Look. Ich habe noch eine Glitzer-Halskette hinzugefügt und für mich sieht das schon sehr extrem nach Barbie aus und einfach überhaupt nicht nach mir. Und ja, dann brauchen wir doch jetzt noch ein paar Beauty-Shots, oder? Franzi, Beauty-Shots. Ernsthaft. Ich kann eh nicht ernst bleiben, dann lassen wir es mal mit den Beauty Shots und machen weiter mit dem Entfernen von dem Ganzen. Ihr braucht Collodium Entferner, wird oft auch gleich mit Rigid Collodium verkauft, das ist jetzt aber nicht Kryolan, dieser Entferner, da habe ich jetzt einen anderen benutzt, hat trotzdem super funktioniert, den habe ich auf Amazon gekauft. Ihr tränkt einfach ein Wattepad und der riecht extrem, also nur mal zum Vorwarnen, er ist sehr, sehr stark. Und dann weicht ihr das Ganze auf und dann könnt ihr es abziehen. Das allererste Mal hatte ich den nicht benutzt, als ich Rigid Collodium benutzt habe und habe mir das von der Haut gerissen. Mach das nie, es waren Höllenschmerzen. Meine Haut war danach rot und heiß und macht es bloß nie. Nehmt immer einen Entferner, ich bitte euch drum, eure Haut wird es euch danken. Nehmt euch da jetzt auch wirklich Zeit beim Entfernen, das Ganze in Ruhe gut aufweichen, bis ihr es entfernen könnt. Wie hier, es lässt sich dann einfach abziehen und immer Stück für Stück weiter aufweichen, weil sonst ja, ihr verletzt eure Haut wirklich ungemein, das Zeug ist sehr aggressiv. Dann habe ich mich abgeschminkt und dann habe ich einfach die Stellen, wo man sieht, hier, da war das Rigid Collodium, ich habe eine sensible Haut, einfach ordentlich mit Dr. Kaufmanns Haut- und Kindercreme eingeschmiert. Eine tolle Creme, wenn man so hier Haut hat, sehr empfindliche Haut hat. Und dann hoffe ich wirklich sehr, euch hat das Video gefallen und ich sehe euch dann hoffentlich beim nächsten Mal. Und wenn ihr den Look ausprobiert, könnt ihr mich gerne auf Instagram taggen. Die ganzen Links von mir sind in der Infobox und ich sehe euch dann doch hoffentlich im nächsten Video. Habt euch lieb, macht's gut, tschüss!